Geil ist hier in Torrelech, ne? Kommst du aus dem Parkhaus raus, bist sofort am Meer. Da vorne. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter gehen, sind wir vorne am Strand. Mega, ne? Mit so einer geilen Promenade. Hammer. Well, the sweets have no name. You too, Hammer, ne? Ey, das ist so ein geiles Gefühl, das ich in Spanien jetzt zu hören. Mega. Und das bei dem besten T-Shirt. AC/DC-Tasse. Ah, ist schwer rüberzubringen, ey. So, was ich jetzt gerade hier sehe, ich gehe um die Ecke dann zum Strand. Wir haben einen leichten Wellengang heute. Das ist eigentlich ein Wellengang, wo ich gerne drin schwimme. Pass mal, ich gehe mal hier ruhig hin. Passt das? Aber sind nur so 1,50 Meter vielleicht. Geht noch. Das ist schon. Ja, und hier geht absolut schön. Alles super. Wirklich. Ist auch nicht weit für uns, wo wir wohnen. Ich meine, da vorne. Wasserfall. Wasserfall, mega. Und du hast hier heute überall links, seht ihr, an der Säule ist Helmut, wir sind heute zweimal. Ich glaube, an allen Strandabschnitten, egal wo. Nicht nur auf Mallorca. Michael, Grüße. Irgendwann fliege ich zu euch rüber hier vom Festland und dann irgendwie 6-8 Stunden durchsaufen und wieder zurückfliegen. Ja, so, Musik. Hey, der Tanz, der macht keinen, der lässt nur ablaufen. Ja, musst du durchkommen hier. Ja. Der Tanzen kann er. Der Wind wird, da kommen viele, viele Helmuts. Die gehen, glaube ich, jetzt, nur mal gucken, Straßenschilder, Helmutstraße oder so. Einer namens, hier ist Helmutmarkt. Überall Helmut. Einer naht, so habe ich noch nicht gesehen. Das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. So viele Helmuts hintereinander. So geht das. Ja? Hammer. Und du kriegst hier alles eigentlich gekauft. Taschen, wie ihr seht, alle mit Gold verschnickelt. Hier ist, die Straße heißt hier bestimmt Helmutstraße. Helmut. Helmut, das ist jetzt hier nicht dein Name, ne? Aber wir sehen uns demnächst, kommst du bei uns hier vorbei am Haus und so, ne? Und, oh, Videospiele. Nee, all Calvin Kleine. Ich trage ja Calvin Kleine, so richtig schön. Ach, hier, haben den AC/DC-T-Shirt, hab's gerade gesehen. Total klasse. Kappen hier kriegst du wirklich sehr viel. Aber heute kann ich mehr auf. Denken Schuhe wieder. Sonnenbrille. Und hier ist unsere Eisdiele, da gehen wir jetzt hin. Tschüss. Bis dann. Oh, sorry, ich musste mal hinten ranhängen. Überall Helmuts hier. Ey, seit hinten am Anfang von der Strandpromenade. Überall. Es gibt nur Helmuts hier. Die sitzen hier, warten auf ihre Kunden. Schon wieder Taschen, ey. Innerhalb von 20 Metern zweimal Tasche, ey. Da hinten wird es voll an, mach ich doch mal neu, ja? Macht echt Spaß. Ah, die GD hat gute Laune. Hat die GD immer, wenn sie am Meer ist. Wer nicht, ne? Ganz wichtig ist, tut mir halt nochmal. Holde hat sich da hingesetzt und zack, liegt da so ein Astralkörper sofort daneben. Ah ja, ich weiß deswegen, aber meine Frau blond und so, ne? Guck, das ist die Sonne an, Hammer, ne? Der Gute ist hier, hier wird passt stehen an. Und dann die Wassersprüher, die kriegst du hier ab. Also unten seht ihr auch, da ist Halterung, um ins Wasser reinzugehen, hier über das Gestein. Hier drin habe ich das schon gelegen da. Und da wirst du auch was nass hier, klar, macht aber nichts, weil du gehst dann irgendwie 2-3 Minuten weiter. Die Sonne macht dich schon trocken, ne? Ah, da, zack, zack, schön, ne? Ist schon really. Da hinten sind wir jetzt im Wasser, Surfer bestimmt. Ja, hier ist ein schönes Meer vor dir, ne? Hier kannst du rausschwimmen, auf jeden Fall. Super, ne? So, ich zeige euch jetzt mal was Schöneres, was schön, viel schöner ist. Wellen, wenn die gegen die Steine klatschen. Da, zack. Und ein bisschen reinholen, auch mit stehen da vorne, schon warten. Das ist nochmal ein Wellen. Da, zack, da sehen. Ja, ne? Das ist die gut, sag mal. Richtig gut. Richtig gut. So, zack, da, pack, pack. Das sind die, wenn ich verspreche, das ist wirklich. Weil man sehr, sehr Händler. Und. Nur leider klappt das jetzt nicht. Ah ja, ja. Schluss, mein Eis wartet. Ey, guck mal hier, die Sonne, Hammer, ne?
Welche Temperaturen sind eigentlich heute in Deutschland? Hammer, Leute. Hammer. Boah. Sag ich mal, wie der Helmut hier sich breit oder wie alles aufmacht. Ja, wo ist das? Ja, da vorne überall die ganzen Restaurants. Oh, der Parterre. T-Shirts. Oder auch Schuhe, ne? Ja. Was, aber den Sack kann er links nicht aufmachen. Das ist ein Nachschub, wenn er alles verkauft hat. Noch vor mir, zwei Helmuts verkauft. Ja, das sind echt harte, die haben drei sogar. Drei. Ja, die sind echt Krüppelade. Das ist eine Epidemie, ja, oder? Echt überall, ne? Die arbeiten bestimmt 7 Tage in der Woche. Und ja. Ne? Wer macht das schon von uns? Ja, Michael, ich weiß gut. Nee, du hast, glaube ich, auch einen Tag zu, oder? Ich weiß es nicht mehr, So, eins muss ich euch jetzt zeigen, so als Musiker, als Ex-Musiker, wir sind Musiker vereint. Ha, ich muss das lesen. Ich wüsste das mal, aber jetzt also gehe ich mit dich rein, weil ich fühle mich ja immer noch so als Musiker. Und zack, hier, Torlöcher, weiß ich jetzt nicht, oh, bald kommt. Und ja, hier ist man, ne? Von Peter. Klarinette, was macht der? Weiß ich nicht, Rebelken, Saxophonist und Trommelken. Mega, ne? Und jetzt könnt ihr eigentlich die Zeit messen vom Anfang, da vorne geht die Muschel hinterher jagen, aber plus 5 Minuten etwa, weil ich muss ja noch im Parkhaus rein und dann Wagen rausfahren und alles, ne? Da könnt ihr halt die Zeit messen von Anfang bis zum Schluss. Dann wird das unten sogar ein Video komplett angezeigt. Geli muss Pause machen. Dann müsst ihr mal 5 Minuten draufrechnen. Dann wisst ihr ganz genau, wie lange wir in Tore Wächer waren. Weil irgendwie, ich zeige euch das mal kurz. Eins ist klar, jetzt hier in der Sonne kommen die Helmuts wieder, hier links. Ne? Und gerade, wo wir lang gegangen sind, waren nur Schatten, da sind sie nicht. Also kann man doch eigentlich davon ausgehen, dass die darauf achten, nicht krank zu werden in der Kälte. Weil sehr, sehr viele Spanier laufen jetzt hier mit langer Hose rum und langes T-Shirt. Und damit die nicht krank werden, dann fallen die aus und können nicht mehr arbeiten. Ne? Ja, gut. Und ich habe gerade was gesehen, ich kann aber nicht so richtig. Fetten Wagen, groß, lang, breit, haben die ihre Säcke rausgeholt. Ja, vielleicht ist das der Wagen gewesen, ich weiß es nicht. Ja, ja, das ist hier gut besetzt. Sonne. Ja, ne? Ja. Ja, auch noch, ne? 7, 8, 12 Meter Sitzplatz. Da kommt der nächste. Da gibt es überall Helmuts, überall. Hammer, hier sind mehr Helmuts als irgendwas anderes. Hammer. So, jetzt haben wir nochmal gezeigt und jetzt mal Schluss hier. Ich will hoffen, weiß man nie bei mir so ganz genau, ne? So, jetzt kommen wir wieder zum Musiker, der Hardrocker der Nation. Da ist er, da ist er. Der kann es. Ja, der kann nur Triolen. Mega, ne? Ja, ah, bravo, Zugabe. So, jetzt machen wir mal hier raus. Allee-Shop, da könnte ich immer rein, die haben immer was. So, abschließend jetzt zeige ich euch noch den absolut schönen Brunnen hier. Mega, ne? Abends sieht ja, aber wir kommen so abends schlecht in die Pötte. So, Recher, zeige ich euch jetzt. Und das ist dahinter natürlich. So, Recher. Hier, die Deutsche Bank. Mhm. Bei uns machen die ganzen Filialen zu, ne? Und hier lassen wir auch. Ja, was soll man da sagen? Nächste Bank ist gleich daneben. Dazwischen ein Hotel. Ach ja, Natur pur hier, überall. Hier siehst du auch ziemlich lange Haare. Ich stehe aber davon aus, die sind unecht. Jetzt kommen wir Nachschub von den Helmuts. Die verkaufen schon mal nicht schlecht, ne? Wenn irgendwo Polizei herkommt, sind ja super abgesprochen, Polizia. Dann sagt zu und abhauen. Fertig. Ach, da kommt noch einer vorne da raus. Emma, ist das eigentlich das Geldwäsche? Ist eine Epidemie. Ja, ist das eigentlich Geldwäsche? Jeder Helmut einmal Geld waschen oder so. Alle Schuhe. Schuhe hier. Schuhe. Ah, mega. Ist halt jetzt ziemlich scheiße irgendwie. Ich weiß nicht. Guckt euch die Sonne nochmal an. Ich zeige euch nochmal die Sonne. Hammer, ne? Hammer, sag ich euch. Hammer. Ich sag euch das, ey. Oh, Temperaturen. Und hier wird es ja erst richtig warm jetzt, ne? Richtige Spanier wie hier zum Beispiel, die tragen jetzt lang alles, weil denen zu kalt ist. Ey. Boah. Was ich jetzt bei meiner Tochter öfters, Moslem hier mit einer Frau, Freundin, langes Kleid und eine Hose runter. Mhm. Oh, hier ist Burger King, also alles gerettet. Das Geniale ist hier in Tora Wester, da gehst du vom Markt hier, ne? Gehst hier und dann zack, einmal die Straße rüber bis am Meer.
Und den hier hoch gehe ich jetzt nicht, habe keine Lust, weil ich bleibe hier unten, weil hier ist gute Stimmung jetzt. Ist aber nicht so voll, dass man meint, ich kriege keinen Platz mehr. Alles gut hier. Hier ist der Rest rüber und unten kannst du zum Strand gehen. Und wir haben hier so absolut geniale Strände hier, weil da hinten erzählt er dann Rutschen und was nicht alles. Alles, was man so braucht. Und essen, essen, trinken kannst du hier. Trinken, 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 trinken natürlich. Ja. So, das Spanier-Schild gekauft, inklusive Tüte. Und für die Tüte muss man hier nichts zahlen. Keinen Cent. Mega, ne? Wo müssen wir eigentlich in Deutschland immer für den Scheiß irgendwas bezahlen, ne? Oh, das nervt einen wirklich. Hier, die Roller, das geht mir am meisten um den Sack, ne? Guck mal, kein Kennzeichen hinten drauf, gar nichts. Ma, unversichert. Fahren trotzdem bei rum. Das ist ja genial hier, wenn du rausfährst, Automatiköffnung, brauchst du kein Ticket reintun. Geht von alleine, super, ne? Thank you.